kicken wir mal. Da müssen wir hin. Und da gehen wir auch hin. So, da springen wir mal da runter. Boah, geil, seitlich abgerollt. Das hab ich auch noch nie gesehen. Das hab ich echt noch nie gesehen, dass diese so seitlich abrollt. Ups. Das ist neu und cool. Yippie-aye, Schweinebacke. Dann müssen wir durchs Wasser, wie es aussieht. Aber das sieht ziemlich seicht aus. Dass wir durchschreiten können. Das ist ein neckischer Startpunkt für so eine Entdeckungstour. Die Schlachten von Pylos und Sphacteria. Erlebe zwei verzweifelte Schlachten, die einen großen Einfluss auf den Ausgang des Peloponnesischen Krieges hatten. Willkommen in Pylos. Diese Gegend war zusammen mit der nahegelegenen Insel Sphacteria Schauplatz wichtiger Schlachten während des Peloponnesischen Krieges. Dann wollen wir mal. Der Peloponnesische Krieg war ein großer Konflikt zwischen den Rivalen Sparta und Athen. Er dauerte viele Jahre an und forderte auf beiden Seiten viele Opfer. Die Schlachten von Pylos und Sphacteria fanden fast direkt nacheinander statt und gipfelten in einem der überraschendsten Ausgänge des gesamten Krieges. Ah, aber ich möchte dir nichts vorwegnehmen. Du wirst es schon selbst erleben müssen. Ich erwarte dich am Ende deines Rückgangs. Ist recht. Dann starten wir. Sphacteria. Das ist auch ein Name. Seit 431 vor unserer Zeitrechnung tobte der Peloponnesische Krieg zwischen Athen, Sparta und ihren Verbündeten, wobei sich keine Seite behaupten konnte. Im Jahr 425 vor unserer Zeitrechnung konnte der Athener Feldherr Demosthenes das Blatt wenden. Nachdem ein Sturm seine Flotte zu einem Halt bei Pylos gezwungen hatte, erkannte Demosthenes, dass eine militärische Präsenz in dieser Region Athen einen Vorteil verschaffen würde. Aber leider glaubten ihm die Strategen der Flotte nicht und ließen ihn mit 5 Schiffen und 1000 Mann in Pylos zurück. Die Spartaner waren derweil zu sehr mit einer religiösen Feier beschäftigt, um den Feind vor ihrer Tür zu bemerken. Als Sparta von der Anwesenheit der Athener erfuhr, mobilisierte König Agis seine Truppen und Flotte. Die Spartaner griffen Demosthenes Außenposten sowohl an Land als auch vom Meer aus an. Der Athener Feldherr musste schnell eine Verteidigung organisieren. Er band seine Schiffe am Fuß der Befestigungsmauern fest und sorgte so für zusätzlichen Schutz. Dann brach er alle etablierten Regeln der Kriegskunst und marschierte mit seinen Hopliten hinunter zum felsigen Strand, wo er die Landung der Spartaner erwartete. Das Wagnis zahlte sich aus, denn die Spartaner versuchten tatsächlich an dieser Stelle zu landen, auch wenn Demosthenes Truppen sie zögern ließen. Der spartanische Befehlshaber Brasidas beschloss, den ersten Schritt zu wagen, indem er die Felsen mit seinem Boot rammte und dabei rief: "Das sind nur ein paar Planken!" Dieses Risiko kam ihm teuer zu stehen. Denn als er an Land ging, fiel sein Schild ins Meer und er musste weitgehend ungeschützt in den Kampf ziehen. Die Schlacht tobte bis tief in die Nacht und weiter bis zum nächsten Tag, brachte aber keine Entscheidung. Am Abend des zweiten Tages jedoch traf Verstärkung für die Athener ein. Das ist ja richtig spannend.
Das ist ja richtig spannend. Ja. Mit der plötzlichen Ankunft ihrer Flotte wendete sich das Blatt zugunsten Athens. Die Flotte beschloss, mit ihrem Angriff bis zum nächsten Tag zu warten und überrumpelte dann die spartanischen Schiffe. 5 spartanische Schiffe wurden gekapert, viele weitere beschädigt. Dabei wurde auch der Zugang zur nahegelegenen Insel Sphacteria abgeschnitten. Als wäre das nicht genug, errichteten die Athener einen Scheiterhaufen, der mit den Waffen behangen war, die sie von den Spartanern erbeutet hatten, darunter auch der Schild des Brasidas. Währenddessen saßen 420 Spartaner auf Sphacteria fest und Sparta hatte keine Möglichkeit, ihnen zu helfen. Mit 420 Mann, die auf Sphacteria abgeschnitten waren, musste Sparta seine Positionen überdenken. Die Spartaner auf der Insel waren faktisch Geiseln der Athener und Sparta konnte sie nicht befreien oder mit Vorräten versorgen, ohne ihre Leben zu gefährden. In dem Versuch, die gefangenen Soldaten zu retten, handelte die spartanische Führung einen sofortigen Waffenstillstand mit den Athener-Strategen aus. Sparta stimmte zu, seine Flotte und den Angriff auf Pylos zurückzuhalten. Im Gegenzug erlaubten ihn die Athener, ihren Männern auf Sphacteria Vorräte zu schicken. In der Zwischenzeit entsandte Sparta Botschafter zu neuerlichen Verhandlungen nach Athen. Die übereilte Waffenruhe demütigte die Spartaner zutiefst, da sie anerkennen mussten, wie hilflos ihre Infanterie angesichts der Athener Flotte war. Um die eigenen Männer in Sicherheit zu bringen, schickte Sparta Gesandte nach Athen, um über eine Einstellung der Kampfhandlungen zu verhandeln. Die Gesandten bestanden darauf, dass die Lage der Männer nicht das Ergebnis strategischer Inkompetenz oder mangelnder Stärke war, sondern einfach nur Pech. Demnach hätten es die Spartaner auf Sphacteria nicht verdient, weiterzuleiden, weil sie ohne eigenes Verschulden festsaßen. Diese Aussagen provozierten den Zorn Kleons, eines beliebten Athener Politikers, der für seine populistischen Reden bekannt war. Kleon bestand darauf, die Verhandlungen öffentlich vor der Versammlung und dem Volk von Athen zu führen und nicht im Geheimen. Die spartanischen Gesandten fühlten sich bei öffentlichen Reden nicht so wohl wie die Athener und beschlossen deswegen zu gehen. Nach den gescheiterten Verhandlungen der Gesandten wurden die Kampfhandlungen fortgesetzt. In Athen nahm Kleon derweil die Sache selbst in die Hand. Nachdem er zum Feldherrn oder Strategos gewählt worden war, verließ er die Stadt in Begleitung von Infanterie und Bogenschützen und schloss sich der andauernden Schlacht an. Unterstützt durch diese frische Verstärkung landeten die Athener auf Sphacteria und griffen ihren Feind an. Die Schlacht war hart umkämpft, aber schließlich gelang es ihnen, die übrigen Spartaner zu umzingeln. In dieser Situation forderte Kleon die Spartaner auf, sich zu ergeben, da er hoffte, mit Gefangenen nach Athen zurückzukehren. Die Spartaner waren nach 72 Tagen auf der Insel entkräftet, also nahmen sie Kleons Angebot an und legten die Waffen nieder. Nie zuvor hatten sich Spartaner ergeben, und die Nachricht von ihrer Kapitulation hallte wie ein Donner durch die griechische Welt. Tja, es gibt immer ein erstes Mal. Diese Kapitulation veränderte den Verlauf des Peloponnesischen Krieges vollkommen. Athen benutzte seine neuen Kriegsgefangenen als Druckmittel und drohte sie hinzurichten, falls Sparta jemals wieder ihr Land überfallen sollte. Das gab den Athenern die Möglichkeit, eigene Überfälle durchzuführen, was auch durch ihre spätere Eroberung der Insel Kythera begünstigt wurde. Sparta versuchte, einen Friedensvertrag auszuhandeln, war aber erfolglos. Angespornt von seinem Sieg gewann Kleon weiterhin an Beliebtheit beim Volk von Athen und er nutzte diese Beliebtheit, um seine Macht zu festigen. Warum muss die Menschheit immer Krieg führen? Ich hoffe, du hast es genossen, mehr über die Schlachten von Pylos und Sphacteria zu erfahren. Die Schlachten waren auf beiden Seiten hart umkämpft, aber Athens Sieg steigerte ihre Moral enorm. Er ermutigte sie, aggressiver vorzugehen, und es dauerte einige Zeit, bis Sparta sich von den Nachwirkungen dieser historischen Kapitulation erholt hatte. Nun, möchtest du sonst noch etwas tun?
Mit dem größten Vergnügen. Fangen wir an. Wo musste Demosthenes mit seiner Flotte während eines Sturmes anlanden? Keine Ahnung. Ja, Demosthenes landete bei Pylos an, wo er beschloss, einen Außenposten zu errichten. Nun zur zweiten Frage. Welcher berühmte Athener führte die Friedensverhandlungen mit den spartanischen Gesandten? Ich muss raten. Demosthenes war zu sehr damit beschäftigt, in Pylos gegen spartanische Soldaten zu kämpfen, um Verhandlungen zu führen. Versuch es weiter. Korrekt. Kleon verlangte, dass die Friedensverhandlungen vor der Athener Versammlung stattfanden, was die spartanischen Gesandten ablehnten. Eine letzte Frage. Welcher spartanische Feldherr rammte Pylos mit seinem Schiff? Das war Brasidas. Korrekt. Brasidas befahl, dass sein Schiff die Felsen rammen sollte und verlor dabei seinen Schild. Du hast die Prüfung bestanden. Gut gemacht. Dann sage ich dir Lebewohl. Auch wenn ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Schauen wir mal. So, jetzt gab es hier, glaube ich, noch zwei Dinge zu entdecken. Genau. Das ist die sprichwörtliche verbrannte Erde. Und da wollen wir gar nicht davon sprechen, was zurzeit auf der Welt los ist. Oh, schade, dass wir nicht kämpfen dürfen. Des Gottes Willen, sollte das wieder sein? Marmorbüste. Aha, okay. Seeschlacht. Den Kulissen. So, und nun müssen wir dorthin, wo wir hergekommen sind. Moment. Ich bin ja bescheuert. Da hätte ich mir jetzt den Preis Dummheit des Tages eingehandelt. Wenn ich den Schnellreisepunkt nicht gewählt hätte. Messeniens Banner. So, dann war noch was ganz in der Nähe. Aipaia, bevor Epimelides von Theben das Gebiet der Befreiung Messeniens Korone nannte, war es als Aipaia bekannt. Es gab dort ein Heiligtum des Apollon Kyrkorythos, der wegen seiner heilenden Kräfte verehrt wurde. Doch draußen, sag ich doch, Mensch. Immer dieses Irreführen. Kriegsmaschinen.
warum immer die Müdigkeit beim Spielen zuschlagen muss, das verstehe ich auch nicht so richtig. Aber da man hier so zur Ruhe kommt und entspannt. Entschuldigung. Da schlägt dann jedes Mal die Müdigkeit erbarmungslos zu. Wogegen man leider nichts machen kann. Holzkohle. Tja, oh, Cassandra, athenische Kriegsheldin freigeschaltet. Ja, Holzkohle. Kommt uns ein bisschen bekannt vor, ne? So, und das ist das letzte hier auf der Insel. Holzbearbeitung. Also ist aber mal gut eh. Mann. Messenien abgeschlossen. Jo, gucken wir mal schnell hier rein. Cassandra, athenische Kriegsheldin. Gut. Ach so, wie viele Toren haben wir denn noch? Schlachten und Kriege haben wir noch eine. Alltag haben wir noch zwei. Und Kunst, Religion und Mythen haben wir auch noch eine.